Die ganze Handballschweiz ist durch Corona lahmgelegt. Wirklich die ganze Schweiz? Der HSC Suhr Aarau übernimmt die Rolle als gallisches Dorf, das Widerstand leistet. Natürlich nur im Rahmen des Erlaubten. Die erste Trainingswoche hat ja in diesen Gruppen stattgefunden, wie es eigentlich Junior auch machen müsste. Mir hat das bewusst so gemacht, weil ich auch im Verein gesagt habe, ich möchte eigentlich, dass jeder Spieler getestet wird, bevor wir anfangen. So, dass wir auch ein reines Gewissen haben und sagen, hey, okay, wir haben nichts reingenommen. Das Training am Ende hat nochmal starten. Wir haben zwei Gruppen gemacht, also die sind geteilt. Einfach auch mit dem Hinblick, ja, falls jetzt wirklich irgendjemand das reinschleift, dass ich wenigstens noch mit der anderen Gruppe weitermachen kann, dass ich nicht die ganze Mannschaft muss in Quarantäne stecken. Haben wir das am Anfang bewusst getrennt und haben das langsam stetig jetzt aufgebaut. Bis jetzt in die dritte Woche eigentlich, wir jetzt dran sind. Der Startschuss bei Wiederbeginn fiel, wie überall, am 11. Mai. Doch während die meisten anderen Vereine Kurzarbeit angemeldet haben und folgerichtig auch nicht voll arbeiten dürfen, herrscht beim HSC Normalbetrieb. Wir orientieren uns nicht an anderen Vereinen, sondern wir probieren unseren eigenen Weg zu gehen. Es gibt die normalen Hygieneregeln, die jeden Verein betrifft, der wieder startet. Das heisst, Spieler, die nicht duschen dürfen, Spieler, die umgezogen kommen, die pünktlich aufs Training kommen, Sachen, die muss desinfiziert werden nach dem Training. All die Punkte, die ich sehe, extrem wichtig sind für die Hygienemassnahmen, sollen eigentlich vor und nach dem Training ja genau gleich. Es ist einiges etwas anders als gewohnt, auch für die Spieler. Doch sie sind froh, wieder ihre Leidenschaft ausüben zu können. Als Spieler freue ich mich natürlich extrem. Das ist schon etwas, was uns gefehlt hat und wo man dann auch, glaube ich, noch stärker merkt, wie fest es einem fehlt, wenn man es nicht mehr hat. Also die ganzen Emotionen, auch blöd gesagt oder so. Man hört es so schreien im Fußball nebendran. Das gehört zum Sport und das fehlt jedem Sportler, wenn er das nicht mehr ausleben kann. Und das ist umso schöner gewesen, dass man da sich wieder ein bisschen austoben kann und nicht einfach daheim alleine arbeiten ist. Ferrante, in der Schlussphase seines Medizinstudiums, müsste auch wissen, ob er ein Ansteckungsrisiko eingeht mit diesem Trainingsbetrieb. Ja, das sind die Regeln, die der Bund vorgeht, oder? Das für den Spitzensport, also hauptsächlich wahrscheinlich für den Fußball ist das mal so entstanden und das ist jetzt auch auf die National vom Handball angewendet worden. Und in dem Sinn heisst das, dass wir dürfen trainieren in Vollbesetzung mit Vollkörperkontakt. Aber natürlich mit rechten Einschränkungen rund ums Training, vorher, nachher. Aber ein normales Training, wie wir uns das gewöhnt sind, ist in dem Sinn möglich für die Nationalmannschaft. Und wir profitieren natürlich gerne von dieser Möglichkeit. Corona ist beim HSC Suhr sportlich schon fast abgehakt. Der Blick geht nach vorn. Ich glaube, die Spieler, die sich geheissen hat, dass die Saison abgebrochen wird, extrem enttäuscht waren, weil für uns war natürlich unter Cup-Finale angestanden. Wir haben für etwas hergeschafft und aus sportlich ist das, glaube ich, nicht so einfach, wenn du auf etwas Bestimmtes her schaffst. Du bist kurz davor, das Ziel zu erreichen und am Schluss wird er einfach der Laden runtergehen. Aber ganz ehrlich, habe ich gedacht, sie werden viel schneller, also viel länger mit dem umgenagen. Haben sie aber also überhaupt nicht. Sie haben das sehr schnell auf die Seite legen und haben gewusst, und das hat man auch gesehen mit den Killer-Augenbeinen, dass sie genau wissen, jetzt die Saison, die jetzt kommt, dort holen wir uns alles zurück, was wir uns in dieser Saison jetzt eigentlich erarbeitet haben. Dafür nimmt man auch in Kauf, erst zu Hause duschen zu können.